Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es ein aufgebraucht XXL. XL? Keine Ahnung, ist auf jeden Fall einiges. Ich hatte ein paar Sachen, bevor ich in den Urlaub gefahren bin und auch mitgenommen natürlich und auch ja, währenddessen aufgebraucht. Ein aufgebraucht habe ich euch direkt dort abgefilmt, weil es ist einiges leer gegangen. Da könnt ihr auch nochmal vorbeischauen und ein paar Produkte habe ich natürlich mitgenommen, weil es einfach dazu. Ja, ich kann den Müll nicht daheim lassen bei Mama. Geht einfach nicht. Es waren ein paar Produkte und ich hatte einfach nicht geschafft, noch ein Video abzudrehen, weil ich dachte, ich mache einen kurzen Sequenz und füge es dann ein. Zum einen sind zwei Produkte aus meinem Projekt leer gegangen. Zum einen ist die norwegische Formel Fußcreme mit Nordic Berry leer gegangen. Es war eine Fußcreme, die wirklich sehr, sehr gut gerochen hat. Nicht so typisch nach Fußcreme, zitrisch und keine Ahnung was. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. War auch ziemlich reichhaltig. Ich hatte wirklich eine Phase, da habe ich sie täglich benutzt. Gerade wo ich meine Füße da gepeelt hatte mit der Summerfood-Maske, wo sie sich nur geschält haben. Das war so abartig, dass ich sie ständig eingecremt habe. Fand ich gut, hat ihren Job getan und ich würde sie mir auch tatsächlich nachkaufen. Ich habe jetzt eine Fußcreme von Mama mitgenommen und ich kann auch eine Handcreme als Fußcreme benutzen. Ich denke, das macht nicht viel Unterschied. Und einmal eine After Sun von Douglas habe ich auch aufgebraucht. Wie gesagt, da war nicht viel drin. Ich hatte es als Bodylotion benutzt. Und ich muss sagen, diese After Sun Produkte sind immer so beppig. Ich mag es einfach nicht. Es ist nicht so mein Favorit. Ich glaube, eine reichhaltige Creme tut es dasselbe. Es ist zwar ein bisschen kühlend, aber ich habe das Gefühl, wenn ich meine Hand da drauf lasse, dann bleibt die auch kleben. Und deswegen habe ich sie nicht so gefeiert. Wir kommen mal zu den Kram. Oben liegt so einiges, was ich für Mama noch mitgenommen habe. Zum einen Bio-Cura Body Care. Soft and seidig. Ich muss sagen, das war so ein leckerer Duft. Ihr wart gerade, ich war gerade dabei, euch eigentlich zu erzählen, wie dieses Produkt ist hier. Und dann hat meine Schwiegermama angerufen. Also jetzt ist ungefähr eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vergangen. Ich muss sagen, es roch wahnsinnig und war sehr seidig. Man hatte einfach ein wohliges Gefühl. Ich würde mir dieses von Bio-Cura Cremedusche mit Jojobaöl auf jeden Fall nachkaufen, wenn ich in Hamburg nochmal bin. Also ich denke, dass es im Aldi Nord gibt und ich fand es gut und finde das klasse dann. Dann ist leer gegangen Hello Happy von Benefit in der Nummer 4. Es ist nicht mein Favorit von dieser Foundation. Ich würde sie mir auf gar keinen Fall nachkaufen. Ich habe die 5, die 4 und die 6 gehabt. Die 4 war ja die hellste, wobei das sehr orange war. Die 5 war in Ordnung. Ich musste das trotzdem beimischen und ich fand es irgendwie auf meiner Nase. Es saß einfach nicht auf der Nase. Es war sehr unschön. Also ich würde es auf gar keinen Fall nachkaufen. Dann kühlende Beincreme. Also eine Creme war schon, war eher so gelcremig irgendwie. Aber nichts für mich. Es zog nicht ein, war auch nicht kühlend. Und ja, es war einfach, ist leer gegangen jetzt und fertig. Prime and Last, Daily, war eine schwarze Maske, die gebabbelt hat. War interessant, müsste ich aber nicht nochmal nachhaben, also nicht nochmal nachkaufen. Ja, ich habe dann den Rest meiner Mutti noch drauf geschmiert und ja, wir fanden es eigentlich ganz witzig, aber es muss nicht unbedingt sein. Ich sah irgendwie sehr maskiert aus. Ich hätte auch einen Banküberfall damit machen können. Dann ist leer gegangen Elvital. Dieses hier von L'Oreal. Bekämpft Haarbruch in einer Minute. Das habe ich auch aktuell gerade drin. Das war noch ein offenes Sachet, bevor ich gegangen bin. Und da habe ich die letzten Reste da so rausgedrückt und in mein Haar reingemacht. Ich benutze das immer als, ja, das benutzt man ja und lässt man drinne. Finde ich in Ordnung. Das ist so wie Gatubi Schmusekatz. Ich kann euch einfach nur empfehlen, damit mal Locken zu machen. Die halten dann einfach schöner und dieses Haarspray trocknet sehr aus, was das eben nicht macht. Dann ist auch fast leer. Es ist ein Teil drin, es kommt aber nicht raus, denn hier, das Teil ist irgendwie abgegangen und seitdem sprüht es und ist ziemlich verklebt. Das ist Balea Man. Ich habe das eigentlich damals für meine Tochter für die Geschichte mit dem Schleim gekauft, was ich dann auch gleich bereut habe. Tut es niemals. Nur draußen, überall war Schleim. Ich fand das sehr angenehm, aber ich bin doch eher dieser Gel-Typ. Also Schaum ist nicht so meins. Dann ist noch was ganz Ekliges leer gegangen. Das habe ich bei meiner Mutter umgefüllt in den Seifenspender. Da ging es noch. Aber wenn ich dran rieche, würde ich mir... Das riecht wie... Ich weiß es nicht. Ich kann euch das nicht mal sagen. Es ist auf jeden Fall voll gewesen. Ich hatte damit einmal meine Pinsel gewaschen und ich fand das ganz, ganz eklig. Ich habe keine Ahnung. Marevita
Melone und Zitrone. Von Melone roch gar nichts, von Zitrone ein Hauch, aber wie abgestandene, kaputte Zitrone, die schon 7 Wochen da rumlag. Furchtbares Zeug, never ever. Dann ist auch bei meiner Mutti ein Nagellackentferner von Budni leer gegangen, und zwar Blackbird. Professionell Nagellackentferner, schon zu den Nägeln, weil das acetonfrei ist, aber den Nagellack mega gut runtergenommen hat, habe ich gedacht, da wäre Aceton drin, war aber nicht. Und ich fand auch, dass es meine Nägel nicht so ausgetrocknet hat wie der von Evelyn. Also den kann ich euch absolut empfehlen, deswegen habe ich den Müll mitgenommen, weil das ein Top-Produkt war. Dann habe ich ein Nagellack leer gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Da war in meinem Projekt drinne. Den lasse ich jetzt auch stehen. Ist eine tolle Farbe. Ich habe den versucht jetzt auszukippen. Das ist das alles, was noch am Pinselchen dran ist. Aber drinne ist nichts mehr. Also nichts mehr, womit man gescheit sich die Nägel lackieren kann. Ich musste das sogar verdünnen und es sah einfach nicht schön aus. Ich möchte nicht mit hässlichen Nagellack meine Nägel lackieren, da sehe ich einfach keinen Sinn drin. Ich fühle mich dann unwohl und deswegen ist der jetzt für mich aufgebraucht. Das werdet ihr dann im Update sehen, was da passiert ist. Ja, wir haben Zahnbürsten ausgewechselt. Ja, habe ich weggeschmissen, waren beide von mir. Biotherm Life Plankton Elixier fand ich nicht gut. Also ich mag diese, ich weiß es nicht, was ich von Elixieren halten soll. Für mich ist das eigentlich eine dünne Tagespflege. Als Serum vergesse ich das oftmals, brauche ich nicht. Ich brauche kein Serum, ich brauche keine 47 Cremes, habe ich gemerkt. Ich bin ein Typ, ich benutze es manchmal, Augencreme, selbst das vergesse ich. Also ich habe diese Sachets mal aufgebraucht. Genauso wie ich das nicht gut, also was heißt gut? Es macht vielleicht Sinn, wenn man das wirklich benutzt und regelmäßig, aber ich bin eher der Typ, ich vergesse das. Vor allen Dingen Sachets für mich aufzubrauchen oder auch da rumzupumpen. Ich benutze das und dann ist gut. Ich mag dieses Schichten und Layern nicht so. Ich bin eher so ein Typ, ja okay, noch Augencreme geht abends. Das da denke ich ab und zu dran. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich sie mega brauche. Die war von Shiseido, war wirklich sehr, sehr reichhaltig. Hat mir echt lange gehalten. Ich glaube, 5 Tage habe ich damit meine Augen eingecremt. War 1 Milliliter drin, aber man hat einfach nicht viel gebraucht. Fand ich cool, war eine tolle, die Gesichtspflege davon mag ich auch sehr. Wie gesagt, das Serum von Clinique ist jetzt nicht so meins. Dann sind auch Parfümproben leer gegangen und eine Maske sehe ich. Parfümproben J'adore Absolue, 2-mal. Es ist ein Duft, den ich gerne sprühe, aber nicht nachkaufen würde, weil er mich einfach nicht so greift. Dann ist von Giorgio Armani die Light, die Giorgia. Ich muss sagen, das riecht wie Dolce & Gabbana Light Blue. Es ist so ein Hauch nachgemacht oder ich weiß nicht, wer zuerst damit kam, aber ich glaube Dolce & Gabbana. Ja, Light Blue war in Ordnung, war ein ziemlich frischer, zitrischer Duft, hat mir sehr gut gefallen. Diese Maske war auch cool, Pearl and Glow. Das war einfach eine Creme-Gel-Maske, würde ich sagen, die man sich draufgetragen hat. Also eher so was Geliges und man hat einfach Schimmer im Gesicht gehabt. Das sind so Masken, wo ich keinen Sinn drin sehe. Auch da bin ich eigentlich zu faul für und ich würde mir wirklich nur so reinigende Masken zulegen. Vielleicht auch diese Peel-Off-Geschichten, wenn ich Zeit habe, abends einfach eine Stunde einwirken lassen, abziehen und gut ist. Da habe ich auch das Gefühl, es tut was bei so Creme-Gel-Geschichten. Wenn ich Feuchtigkeit möchte, dann benutze ich einfach eine reichhaltige Tagespflege oder Abendpflege und gut ist. Diese Moisturizing Cream war gut, aber jetzt nicht so, boah, das muss ich unbedingt haben. Man hat auf jeden Fall einen Schutzfilm drauf, das ist in Ordnung. Dann habe ich hier immer Popotücher für meinen Swatchen. Die finde ich gut. Ich kaufe auch immer nur die günstigen. Balea Spray Aqua Kokosnuss. Du, am Schluss muss ich dir sagen, war es einfach eine Qual. Es ist einfach überall irgendwas und nee. Ich würde es mir auch, glaube ich, im Kokos nicht mehr holen. Ich finde, es ist zu intensiv mir geworden und deswegen, ich habe noch, glaube ich, ein Backup. Es ist in Ordnung. Würde ich mir aber jetzt im Moment nicht nachkaufen, weil ich ja einfach versuche, meinen Kram ein bisschen zu reduzieren. Und wenn ich 5 im Backups habe und 47 Setting Spray, brauche ich das ja nicht. Dann eine Creme, die ich relativ furchtbar fand, weil es einfach irgendwie so umgerochen hat. Das roch schon einfach, als wäre sie nicht mehr gut.
Ich habe sie jetzt fertig benutzt, da war nicht mehr viel drin. Ich dachte, ach komm, scheiß der Geier drauf. Vielleicht habe ich auch deswegen so Unterlagerung bekommen, aber es kann auch sein, ich kriege sie meistens da, wo der BH-Träger ist, einfach so Unterlagerung. Und von daher, ja, das ist das hier. Ich weiß auch gar nicht, woher die war. 125 Milliliter waren es. Juicy Couture, Please and Love. Das passt ja zu mir eigentlich, aber die Bodylotion war nicht so gut, weil sie schon einfach um war. So, dann habe ich noch ein dekoratives Kosmetikprodukt und noch eins. Ich habe platt gemacht in Hamburg in der Zeit. Ich bin wieder zu Hause, wie ihr merkt, mein erster Tag und ich drehe schon Videos. Diesen Contour-Stick, der ist aus meinem Projekt, finde ich klasse, würde ich mir nachkaufen, aber im Endeffekt brauche ich es nicht. Ich habe noch einen Contour-Stick von Benefit, den hier, der ist ziemlich ähnlich, den werde ich als nächstes dann mal platt machen, weil da einfach nicht so viel drin ist und ich finde es einfach schön. Es sieht einfach toll aus für den Sommer und ja. Dann habe ich noch ein Pencil von Estée Lauder aufgebraucht, den habe ich aktuell als Umrandung für meine Lippen, weil ich eher so dieses nudige Kylie Jenner mäßig benutze. Kim Kardashian ähnlich. Ja, einfach diese Nude-Lippe, was ja mal vor 3 Jahren in war und jetzt nicht mehr so. War in Ordnung. Für die Augen war er einfach zu hart. Er hat einfach den Preis nicht gerechtfertigt. Deswegen finde ich es einfach schade. So, dann habe ich noch ein Produkt und dann war es das erstmal. Nee, Quatsch, 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 Quatsch. Ich habe hier noch ein paar. So, heute auf meinem Gesicht trage ich aktuell Nivea UV, Sun UV Gesicht mattierender Sonnenschutz. Ich muss sagen, ich glänze auch nicht, außer da, wo ich halt eben gehighlightet habe. Aber dass er so richtig, richtig matt ist, ist er jetzt auch nicht. Aber er ist weniger glänzend wie andere. So. Dann habe ich auch leer gemacht, bevor ich in den Urlaub gefahren bin. Hier an der Seite klebt noch was, aber das kriege ich einfach nicht raus. Ich möchte es auch nicht aufschneiden oder irgendwas damit machen. Cleansing Milk von L'Occitane kostet um die 25 Euro, bin ich der Meinung, oder 19. Ich finde das ein tolles Produkt. Ich gucke mal, dass ich mal irgendwann so eine Reinigungsmilch, vielleicht habe ich noch eine im Schrank stehen, dass ich mal eine von Balea teste. Aber das wäre kein Nachkaufprodukt, nicht für den Preis. Also würde das vielleicht 9 Euro kosten, hätte ich vielleicht so meinen Schweinehund überwunden. Aber für 25 Euro oder 19 Euro, ich weiß es nicht mehr genau, bin ich einfach nicht mehr bereit. Nein. Irgendwo ist auch eine Grenze. Blistik sortiere ich aus, benutze ich nie. Ich mag den süßen Geschmack einfach nicht. Dann auch in Hamburg aufgebraucht habe ich die Sensodyne. Nee, doch. Sensodyne, genau, Repair and Protect. Die finde ich gut. Ja. Die ist aber relativ scharf. Also ich finde, die pritzelt schon in der Gosch. Von daher, ja. Habe ich noch ein paar Teile, aber wird jetzt nicht nachgekauft. Dann kommen wir zu dem Haushalt. Haushalt, das warum mein. Ich hatte euch mal irgendwann, da war schon wieder was anderes drin, eine Kerze vom Kick, glaube ich, gezeigt. Die hat 50 Cent gekostet. Ich hatte das Glas mal für meine Blumen benutzt. Ich fand das Glas schön, habe es einmal in der Spülmaschine gehabt und es ist nicht mehr so schön. Ich muss sagen, aber die Kerze hat super abgebrannt. Bis zum Grund, meine ich. Und war gut. Dann für meine Klamotten. Ich sehe, ich habe noch eine Handcreme vergessen. Schaut mal. Handcreme von LCN. Handcare. Die roch nach Pfefferminz. Zum Schluss habe ich sie einmal für meine Füße benutzt, weil ich fand irgendwie, das hat mehr Fuß als Hand gehabt. Also hat eher nach Fußcreme gerochen, wie nach angenehmer Handcreme. Würde ich mir nicht nachkaufen. Nein. So, denk mit. Vorwas-Spray. Ich habe manchmal so Flecken, wo ich denke, die könnten nicht rausgehen. Und da sprühe ich das drauf, dann kann ich mir schon mal sicher sein, dass ich alles getan habe, um meine Wäsche sauber zu bekommen. Und das hält mir so ungefähr ein Jahr, Dreivierteljahr, halbes Jahr, je nachdem, wie befleckt wir sind. Dann denk mit Rohrreiniger. Das hole ich immer mal wieder, weil einfach die Rohre irgendwie zu alt sind und ständig verstopfen. Ist ein gutes Produkt, ist einer der günstigen Marken. Granulat soll man nicht benutzen, weil es verstopft einfach. Das geht noch. Dann habe ich Perwoll Care and Refresh. Das ist das hier. Und das riecht nach Sauberkeit. Das riecht toll. Die Wäsche riecht wundervoll. Ich habe noch eins, glaube ich, von dem. Und ich würde es mir immer wieder nachkaufen. Mit Deotech, okay. Für alle Misch- und Synthetikfasern. Wir haben fast keine Baumwolle, ne? Also immer wenn du was kaufst, ist meistens irgendwie Synthetik drin. Ist schwierig geworden. Dann habe ich das hier, Essigessenz. Und zwar diese
Essigessenz benutze ich immer für meine Wäsche, für Handtücher, weil ich einfach nicht bereit bin, diese Perlen aus, für die Perlen was auszugeben. Es riecht nach Essig, aber die Wäsche riecht natürlich nicht nach Essig. Ich weiß nicht, warum ich das daran gerochen habe. Ich weiß, wie Essig riecht, aber ja. Für meine restliche Wäsche benutze ich zurzeit super gerne das hier. Und mein Freund hat gut gewaschen. Er hat mir sehr viel Wäsche gelassen. Und es wird jetzt aufgebraucht. Also es wird jetzt, ja, leer gemacht und gut ist. Also es ist leer. Ich habe noch, glaube ich, eins. Und wenn nicht, würde ich mir das im Angebot auf jeden Fall im Kaufland wieder nachkaufen. Dann habe ich so Tütchen. Die wollte ich euch zeigen. Das sind Allzweckgefrierbeutel. Aber es gibt Gefrierbeutel, die man einfach nur was reinmacht und dann zubindet. Oder es gibt diese mit dem Zip da oben dran oder diese hier. Diese sind ganz einfach zum Zumachen. Man drückt einfach da drauf wie so eine wieder verschließbaren Beutel. Die finde ich richtig gut und die würde ich immer wieder beim Rossmann nachkaufen. Ja, und das letzte Haushaltsprodukt, dann sind wir durch, ist das hier Putzstein von Aldi. Ich muss euch gestehen, das Ding ist 10 Jahre alt. Wir sind eingezogen in das Haus vor 10 Jahren. Also meine Tochter war da nicht mal ein Jahr alt. Ich glaube, sie war 3 Monate alt. Da habe ich mir das für das Häuslein zugelegt und erst jetzt aufgebraucht. Ich dachte, nee, komm. Also 10 Jahre und plus muss jetzt nicht sein. Meine Tochter wird im Oktober 11. Also da durfte der Putzstein, es ist einfach untergegangen. Das sind Produkte, die stehen dann da und die gehen einfach unter und ich bin froh, dass ich es los bin. Yes! Das war's schon. Also ich fand es schon viel, viele Reviews, viele kleine Sachets, da gibt es einfach mehr, ne? Das ist für mich schon einiges und ich bin sehr froh, mich von dem Ballast zu trennen, denn der Handwerker kommt gleich und er muss in den Raum. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao!